Hey Freunde, Timematic hier. Heute schauen wir uns mal gemeinsam 5 YouTuber an, die in bekannten Filmen versteckt sind. Und es sind sogar deutsche große YouTuber, wie zum Beispiel Z-Max, Standardskill oder Stanplay dabei. Du wirst mir auf jeden Fall nicht glauben, in welchen bekannten Filmen deine Lieblings-YouTuber schon mitgespielt haben. Deshalb stell sicher auf jeden Fall das ganze Video bis zum Schluss anzuschauen. Das heutige Video ist von Singer bzw. Farmville 3 gesponsert. Kurz und knapp gesagt geht es in Farmville 3 um Landwirtschaft. Ihr baut euch nämlich eure eigene Farm auf. Das Spiel ist sowohl für Android als auch für iOS auf Mobile-Geräten und auch auf Tablet-Geräten verfügbar. Du kannst dir das Spiel also ganz einfach im App Store oder Google Play Store herunterladen. Ich spiele das Spiel auf jeden Fall jetzt schon seit einiger Zeit und es macht mir wirklich mega viel Spaß. Ich persönlich liebe an dem Spiel vor allem die Grafik und dass du dir sozusagen deinen eigenen Bauernhof gestalten und dekorieren kannst. Und das komplett nach deinen Wünschen. Du hast deinen eigenen Bauernhof mit deinen eigenen Tieren, die dir gehören. Du musst dich also auch um deine Tiere kümmern. Durch das Spiel lernst du also auf jeden Fall, wie du mit Verantwortung umgehst. Deshalb ist das Spiel meiner Meinung nach eines der besten Handyspiele, die ich persönlich bis jetzt gespielt habe. Vor allem für meine Zuschauer ist das eigentlich das perfekte Game, weil ich denke, die meisten von euch fahren sicherlich mit dem Bus oder der S-Bahn immer zur Schule hin und zurück. Und ich meine, ab jetzt müsst ihr euch auf der Fahrt nicht mehr langweilen, denn ihr könnt mit euren Freunden gemeinsam eure eigene Farm erweitern. Habe ich euer Interesse geweckt? Naja, dann schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung und ladet euch dieses Spiel direkt runter. Jetzt, Freunde, wünsche ich euch schon ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Auf Platz 5 ist der deutsche Fortnite-YouTuber Stanplay. Stanplay hat nämlich mal bei Fortnite mitgespielt. In dem Radio von diesen Fortnite-Autos war Stanplay nämlich mal ein Moderator. Schaut euch aber einfach mal das Video dazu an, denn dann versteht ihr auch, was ich damit meine. Test, test, test. Ich rufe zurück, okay? Das Mikrofon ist... schon, läuft super. Ich rufe zurück, okay? Das Mikrofonlicht ist gerade angegangen. Lieb ich auch. Okay, okay, okay. Ernsthaft, ich bin gerade auf Sendung, okay? Muss raus. Aber auf das Timing muss ich jetzt nicht achten. Ich kann, wenn ich mich jetzt verspreche, kann ich einfach von vorne anfangen oder dann schneide ich einfach raus, ne? Ich rufe zurück, okay? Das Mikrolicht ist gerade angegangen. Lieb dich auch. Okay, okay, okay. Ernsthaft, ich bin auf Sendung, okay? Muss raus. Oh Gott, so höre ich mich an. Ja, ja, ja. Ist aber was anderes, weil zu Hause macht man das und dann weiß man von wegen, das juckt ja eh keinen. Das sind Amateure, die das gucken. Radio Underground. Alles, was gut, schlecht, wild, unbekannt und unfassbar ist, yeah. Mental Mayhem. Squibbing. I need to get some sound effects. Underground Radio. Ungefiltert, experimentell, chaotisch. Squibbing. Ich brauch dringend echte Sound Effects. Den guten Stoff gibt's nur im Underground. Wie Dinosaurierknochen und diesen Song. Den guten Stoff gibt's nur im Underground. Wie Dino-Knochen und diesen Song. Den guten Stoff gibt's nur im Underground. Wie Dino-Knochen und diesen Song. Radio. Keine Playlists, nur Leidenschaft. Underground Radio. Puh, Leute, die 2 Stunden gingen wie im Flug, aber ging eigentlich. Ich glaube, ich habe mich ganz gut angehört. Mal schauen, bin echt gespannt, das mal in-game zu hören. Und wenn dieses Video rauskommt, habt ihr das wahrscheinlich schon in-game gehört. Können wir mal runterschreiben, wie sich das so anhört. Und ging's halbwegs? Ja, cool. Ja? Okay. 1,5 Stunden. Hast du überhaupt irgendwas gehört? Ja, klar. Ja? Ja, so dröhnt ja ganze Zeit alles hier raus. Ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist ein seltsames Gefühl, dann wahrscheinlich das Ingame zu hören und aber auch irgendwie unbeschreiblich. Den guten Stoff gibt's nur im Underground. Die Dino-Knochen und diesen Song. Der Moderator, der gefällt mir. Auf dem 4. Platz ist der Let's Play-YouTuber Gronkh. Er ist seit 2006 YouTuber und mit seinen 4,9 Millionen Abonnenten einer der größten Kanäle in ganz Deutschland. Er hat schon über 14.000 Videos auf seinem Kanal hochgeladen. Das heißt in anderen Worten, was Moderieren angeht, hat Gronkh schon mega viel Erfahrung. Mega viel. Deshalb passt es doch auch richtig gut, ihm eine Rolle in einem Spielfilm zu geben. Und zwar in Lego Batman. Und dort durfte er nämlich die Rolle des Jokers spielen. Und meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall einer der coolsten Rollen auf der ganzen Liste, weil ich meine, einen Joker in einem Batman-Film zu spielen, ist doch mega krass, oder nicht? Ich bin der neue Co-Pilot und mein Arbeitstag beginnt immer mit einem Lächeln. Vor dem Release des Films hat Gronkh sich in einem Interview noch ein paar Sorgen gemacht,
ob die Rolle halt auch gut bei dem ganzen Publikum in Deutschland ankommen würde, aber meiner Meinung nach hat er auf jeden Fall seinen Job super gemacht. In dem Film Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs besucht die junge Hexe Bibi Blocksberg ihre Freundin Tina auf dem Land. Zusammen reiten sie zu dem Zeltlager von Wolkenstein, in welchem die Schüler einer internationalen Partnerschule aus der Hauptstadt dem Landleben näher kommen sollen. Bei dem Rugbyspiel gegen das Heimteam der Falkensteiner stoßen Bibi und Tina auf die Touristen der Stadt. Als das Gastteam am Gewinnen ist und mehrere Heimspieler wegen Verletzungen ausscheiden, springt Bibi ein und hilft ihren Freunden beim Spielen gegen die starken Gegner, und einer von denen entpuppt sich als besonders anstrengender Typ. Und zwar dieser fieser Junge, gespielt von Phil Laude, der von Waititi früher. Für die von euch, die es nicht wussten. Phil ist nämlich Gründungsmitglied von dem Comedy-Trio Waititi, welche mit ihren Parodien über 3,1 Millionen Abonnenten und 650 Millionen Aufrufen generierten. Damit waren sie bis Anfang Juni 2014 der meistabonnierte deutschsprachige YouTube-Kanal. Das Trio trennte sich zwar im Jahr 2014, aber mittlerweile sind die Jungs schon wieder aktiv auf den Social-Media-Kanälen, allerdings halt nicht zusammen, sondern halt einfach getrennt. Auf den zweiten Platz hat es der Fortnite YouTuber Standardskill geschafft. Und auch Standardskill hat mal genauso wie Stanplay bei Fortnite mitgespielt. Und wie sich Standardskill so angestellt hat und ob er vielleicht sogar besser war als Stanplay, das erfahrt ihr in dem Videoclip gleich. Aber stellt auf jeden Fall sicher, das Video ganz bis zum Schluss anzuschauen, denn auf Platz 1 ist einfach Z-Max. Fortnite Pop Radio, schön dranbleiben. Achso, richtig diese Pop, okay. Oh, hallo, ich merke schon, das ist schwieriger als gedacht. Okay, Pop. Popradio. Sobald man irgendetwas falsch gesagt hat, eine kleine Betonung oder sonst was, musste man es nochmal aufnehmen. Und hier hatte ich diese Probleme. Ich habe Popradio nicht richtig gesagt. Wirklich jedes Mal wieder neu aufnehmen, neu aufnehmen, neu aufnehmen. Und irgendwann kam ich dann immer besser rein und habe mich einfach wohler gefühlt. Und dann lief es richtig gut. Ich sehe nicht mal den Unterschied, was ich falsch sage. Fortnite Popradio. Ich glaube, damit werden wir den ganzen Tag zu kämpfen haben. So Leute, wir haben jetzt die erste Session durch. Wir machen gerade ein bisschen Pause. Ist echt anstrengender als gesagt. Also so sind Grundsprecher. Ich sag euch Leute, das ist... unterschätzt man deutlich, man denkt, man spricht da einfach sowas ein, aber da sind so viele Sachen, auf die man achten muss. Und hier haben wir auch noch ein anderes Studio. Da habe ich gesehen, wurde vorhin eine Anime-Serie, glaube ich, gedreht. Oha, okay, hier sieht man dann wahrscheinlich die Serie drauf laufen. Ist mal cool, sowas zu sehen, wie sowas aufgenommen wird. Hier vorne läuft dann wahrscheinlich die Serie drauf. Genau, oben auf den großen läuft das Video. Und drunter ist halt der Text. Der Text, so wie du es bei dir auch hast. Und wer sitzt hier? Der Cutter. Der Cutter, ach, der Cutter. Der quasi guckt, ob das synchron zum Bild ist. Ah. Zu Lippenbewegungen. Ah, stimmt. Ja. Ist ja auch nochmal das. Sagt dann halt, mach mal vorne die drei Wörter ein bisschen länger. Und ja, aber das ist ja immer international, wird es ja aufgenommen und dann. Genau. Ah, okay, krass. Ja, Leute, so sieht das ja aus. Und dann sind sogar noch hier Mitarbeiter von Epic Games dazugeschaltet, da oben, die dann noch ein paar Sachen sagen. Ein paar Tipps geben, wie sie es haben möchten. Und ich fühle mich mittlerweile jetzt auch wirklich schon, als wäre ich so ein Fortnite-DJ. Das ist ja quasi meine Rolle. Ja, ich bin gespannt, wie es dann in-game sich anhört, wenn man da mit Auto rumfährt. Schön dranbleiben! Schön dranbleiben! Da sind wir gerade. Da sind die Jungs, die mit mir verzweifeln. Die Show beginnt bei Party Royale. Kommt vorbei. Das wollt ihr nicht verpassen. Party Royale, jetzt. Kommt gleich vorbei. Alter, ist das Kacke. Was ist das denn? Das ist einfach ein Gejaule aus meiner Ohr. Also das finde ich nicht so. Auf dem ersten Platz ist auf jeden Fall der deutsche YouTuber Z-Max. Ich muss sagen, Z-Max lädt mittlerweile wieder echt coole Videos hoch. Deswegen geht alle mal in die Videobeschreibung, klickt auf den Link und checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab. Naja, Z-Max kennt man ja wegen seinen ganzen Fortnite-Videos, aber er hat es tatsächlich auch ins Fernsehen geschafft. Naja, vielleicht bekommt Z-Max ja sogar einen Auftritt mit seinen Fortnite-Freunden. Wer weiß. Hey, jetzt einfach mal der Clip von Z-Max. Bei dieser TV-Show kann ich nur so viel sagen, es war mit die krasseste Zeit meines Lebens, aber das werdet ihr alles sehen. Ich will viel mehr mit euch über die Zeit davor reden. Viel ist leider noch nicht bekannt, zum Beispiel wo er mitspielt oder wann es zu sehen ist. Naja, ich werde auf jeden Fall direkt ein Video hochladen, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Deswegen abonniert schon mal diesen Kanal, aktiviert die kleine Glocke daneben, dann verpasst ihr auch das nicht. Auf dieser Seite findest du noch 7 traurige Momente in YouTube-Videos und darunter ist sogar auch Arian dabei. Und was mit Arian passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Und auf dieser Seite findest du noch 7 YouTuber, die vor gruseligen Menschen weggelaufen sind. Schau dir das auf jeden Fall auch noch an, denn dort kommt auch Arian vor. In diesem Sinne würde ich auch schon sagen, wir sehen uns direkt das nächste Mal, wenn es wieder heißt Tschö mit Ö, euer Tai Tai.